Welkom bij Recepten van Topchefs. Wij hebben eerst het voorgerecht gehad. Mm-hmm. En het zwischengericht. Want jetzt gehen wir naar het hauptgericht. We maken een langoustine, gebakken in de Kropeck-Kruste. Dazu gibt es Ingwer en Kokosnuss. En we hebben zunächst deze Kropeck-Chips. Ja, zoals in Holland ik sage wie Kruppuk. Genau, ja? Die werden in de Fritteuse ausgebacken. Ja. Dan op een trockenes Tuch. En anschließend im Mixer. Ganz fein gemahlen. Das ist ja. Wird wie ein Paniermehl. Paniermehl. Wir haben ja. Ein bisschen Koriander dazu gegeben, deswegen ja. Ist es jetzt leicht grün, aber es ist wie ein Paniermehl. Und das passt viel besser zu den Langoustinen, als dass wir Brot nehmen würden, ja, weil es verstärkt nochmal den Geschmack. Und dann haben wir hier die Langoustinen, die wir schon ausgebrochen haben. Ja. Aber man kann auch für zu Hause genauso gut Garnelen nehmen. Das funktioniert auch. Auch. Dann beginnen wir mit der Marinade. Ja. Wir reiben den Ingwer. Ja, der Gember, die gehen wir raspen. Ja, genau. Ja. Wir haben ihn schon geschält. Das ist ja. Ja immer schwer, Ingwer zu schälen. Am einfachsten geht das mit einem ganz normalen Löffel, wenn man den einfach so runterschabt. Ah, das ist für mich auch ganz neu. Also gar nicht ja. Mit einem Messer, ja. Sondern einfach nur in der Hand mit einem Löffel runterschaben. Ja. So, wir haben den Ingwer gerieben. Ja, gerieben. Dazu gibt es jetzt ein bisschen Fischfond. Fischfond. Und dann nehmen wir von... Und die Fischfond, das Rezeptur, steht auf www.receptevontopchefs.nl. Genau, das ja. Schreiben wir ganz genau auf. Und dann nehmen wir Olivenöl dazu und verrühren es. Ja, ja. Ja, wir haben jetzt das Okal genommen, weil es ein ganz mildes Öl ist und es nochmal den Eigengeschmack verstärkt. Ja, ja. Von dem Ingwer, von den Garnelen, wenn das nachher da reingeht. Das ist praktisch unsere Soße. Ja. Und dann mit dem Olivenöl verstärkt es nochmal den Geschmack ja. Des Gerichts. So, für den. Das ist fertig. Fertig. Dann haben wir für den Kokosschaum benutzen wir ein Kokosmilchpulver. Ja. Das gibt es im Asienshop zu kaufen. Haben Sie das so gekauft? Das haben wir so fertig. Gekauft. Ja, 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 ja. Und das wird gemischt mit Wasser. Mit Wasser. Mit Wasser und dann wird es nachher noch. Da wird angelangt mit Wasser. Ja. Ja. Und dann wird es nachher aufgemixt. Dass es schaumig wird. Und wird das warm gemacht oder kalt? Es hat ungefähr 50 Grad warm. 50 Grad warm. Dann wird es einfach gemixt, bis es ja. Schaumig ist. Aber das brauchen wir erst nachher. Was wir außerdem noch brauchen, sind Kokosraspeln. Ja. Die sind aber von die Kokos ist hart. Der ist, und das ist nicht getrocknet. Es trocknet. Wir haben ihn in den Ofen frische Kokosnuss. Ja. Die wird ganz leicht in Zuckerwasser gewendet und dann wird sie im Ofen getrocknet. Ja, ja. Aber es ist ganz frische Kokosnuss. Und jetzt können wir die Langoustine sortieren? Genau. Wir nehmen zum Braten das Albuquina-Olivenöl, weil es sich einfach besser eignet. Jetzt gehe ich ein bisschen Salz. Salz. Und dann werden die einfach nur trocken darin gewendet, ohne ja. Ei oder so. Ohne. Ja. Dass es schon reingeht. Ja? Ja. Kann das. Und das ist die Essig? Das ist die Marinade. Die Marinade, Fischfond ja. Mit Ingwer und dem Okal Olivenöl. Ja. Davon geben wir schon mal einen Löffel in den Teller. Ja. Wie lange dauert das? Die das geht ganz schnell. Die, ganz sind, schnell, ja, das die brauchen gar nicht so durch nein. Sein. Das ist schöner, wenn sie damit es ja hat, das, ja, die Langoustine. Ja. Ich denke, die können wir schon nehmen. Ja. Er wird even op een servet, op een papieren servet, en dan wordt hij in het bord gelegd. Jetzt kommen sie in den Teller. Ein bisschen von dem Kokos. Kokos getrocknet. Ja, gedroogde Kokos. Dann geben wir den Schaum dazu. Der Schaum dazu, ja. Oh, ist schön, die Schaum. Ganz schön. Und jetzt die verschiedenen Kräuter. Wir haben ein bisschen von der Basilikumkresse, das passt sehr gut. Ja, das geht doch. Zum Kokos. Ja. Dann benutzen wir die Salicorn, die so ein bisschen ja.
salziges Aroma haben. Oh, das riecht ja ganz schön. Und jetzt stauben wir noch ganz wenig Curry über den Rand. Dass man, wenn man mehr möchte, kann man sich noch welche nehmen. Und ein bisschen über den, aber über das den Curry. Ist spezial, das ist Kaschmir. Ein sehr schöner Kaschmir-Curry. Der hat ein schönes Aroma. Und dann ist das Gericht fertig. Das riecht ja wirklich. Ja, dadurch, dass jetzt die Marinade von dem Fisch so ein bisschen warm wird, habe ich Olivenöl, Ingwer und Kokos. Danke vielmals, bitte Thomas. Schön. Ganz schönes Gericht. Danke. Und Sascha auch. Danke vielmals.